Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Modern Warfare 3. Okay, das sind ja doch eine ganze Menge. Schauen wir, ob wir jetzt von beiden Seiten hier ankommen. Ja, vielleicht können wir das ja ein bisschen verhindern. Okay. Ach schon, ihr seid Gegner. Ich wollte mir gerade das Nummernschild mal anschauen. Aber ich glaube, die Mühe haben sich nicht gemacht, dass sie da jetzt hier deutsche Nummernschilder dran gepackt haben. So. Wo ist denn der Konvoi? Ach, da hinten wahrscheinlich, ne? Okay. So, dann hier auf dem Gebäude links. Oder im Gebäude links. Oh ja. Das sieht nicht gut aus. Ah ja. Das war jetzt nicht so erfolgreich leider. Sorry. Sorry. Ja, das sind auch noch mehr Gegner drin. Ich sehe es gerade. Ja, nehmen wir das. Was war das denn jetzt? Ist mir wieder irgendwann in den Weg gesprungen. So häuft's. Sonst klappt das eigentlich immer besser, muss ich zugeben. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Wir sehen, da sind am Wand ist gerade doch gar keine drin. Oh mein Gott! Es geht mir auf den Sack! Ich weiß, dass es nichts bringt, ich bin's trotzdem, wo diese Scheißgranate hochzuschmeißen. Oh, wie gesagt, wenn ich Sachen mehr als drei machen muss, vergeht mir die Lust. Jetzt haben wir sie alle, ne? So. Sehr gut.
on the chemical attack. Says he'll only speak to you. Identify yourself. Mac, this John. We put a lot of names in the clock tower this week, lad. It was Makarov. The bastard slipped from my fingers in Sierra Leone. What does MI6 know? Oh, you're on everyone's shit list, John. There's no way I could get you clearance. Don't give me that. You still owe me for Pripyat, and I'm calling it in. Easy, son. All right. We've traced the delivery freighter to an outfit in Bosaso, Somalia. It's run by a nasty piece of work named Morabi. My hands are full with the bleeding at home, so you're on your own. Good hunting. What's the security look like? Strictly second division. Local triggermen guard the compound. We'll stick out like bollocks in a bulldog. Stealth's not an option. Then we just have to kick in the front door. Tell Nikolai to ready his men. Just move quick and we can snag where I'll be before he bolts. The sandstorm's moving in fast. Will we have one shot at this? Bravo team, take point through the gate. Okay, auf geht's. Nikolai, suffer him up! He's out of way. Target's ahead, engage, engage! So, wer möchte hier noch? Ah, das bist du. Sich verstecken. Na, da kommen wir doch mehr als ich dachte. Ja, ja. Okay, ja, ich brauche Deckung dafür. Moment. Ja, bisher läuft sie noch ganz gut. Gut, aber das hat gereicht. Danke. Wohin ballert ihr denn? Wahrscheinlich nach rechts, ne? Okay, vor uns aber auch noch irgendwas. So, dann schauen wir mal. So, einmal aus dem Weg, bitte. Okay, das hilft jetzt nicht so unbedingt. Haben wir dich? So, ist hier irgendwo ein Gebäude, was... ja, irgendwie eine L-Form hat, das wahrscheinlich. So. Ja, ich glaube, das könnte passen. Obwohl das eher ein Schiff ist als ein Gebäude. So, mal schauen. Sonst gehen wir uns das andere nochmal anschauen, auf der gegenüberliegenden Seite. Okay, wir können wieder. Sehr schön. Bin ich in Deckung? Ich denke schon. Eine wirkliche L-Form sehe ich hier nicht. Well done, Yuri. I'll come back for another pass.
du L-förmig? Ich weiß es ja nicht. Sorry, Soap. Ungewohnt, dass ihr von euch so weit vorgeht. Aber ist ja kein Problem, hier die Häuser mal einigermaßen einzeln durchzugehen. Da haben wir es doch. You are tearing me apart, Lisa. Alles klar. Dann legen wir doch mal los. Bitte schön. Okay. So, ihr seid dort. Echo Team, we're entering the target building. Nikolai, prep for exfil. Echo Team is standing by. Watch those corners. Mhm. Ich glaube, einer lebt noch. So, hier wird kein Fußball geguckt. Jo. Hopp, hopp. Ah, okay, ja, das ist dann das nächste wohl. Hab ich eine... Ja. Das war wohl nicht, nicht untödlich genug. Ja, mit diesen Ein-Breaking-Dinger habe ich echt zu meinem Problem. Ich baller einfach auf alles, was sich irgendwie bewegt oder da rumsitzt. Was war das jetzt? Ich wurde irgendwas tödlich getroffen. Wie es scheint. Aber gut, dann ist wohl die Desertie doch nicht so das Sinnvollste. Okay, das hat gepasst. Okay, auf geht's. Naja, ist doch schön hier. Nikolai,
Mhm. Okay, dann lass uns mal loslegen. Hey, Moonwalken. Wieso leben hier noch Leute? Wieso sind hinter uns noch Leute, die leben? Ah, der war es wahrscheinlich. Die haben wir. Okay. Autsch. Irgendwie ist heute nicht so mein Tag in dieser Folge. Ich komme nicht so wirklich voran. Ich glaube aber, das war hier im Haus etwas besser. Da sind auch noch welche. Hier ist nur gerade einer rumgelaufen, oder? Ja, das geht doch schon besser so. Okay. Auch hier die Frage, wieso leben diese Leute hinter mir noch? Wieso kriegt ihr das nicht gebacken, die auszuschalten? So, wo war das jetzt mit dem Ding? Ja gut, wenn wir die Gegner ausgeschaltet haben, scheinbar. In Ordnung. Hallo Soap. Viele Granaten. Okay, das Ding soll ich noch explodiert. Aber ich denke, ja, zeitmäßig sollte das passen. Okay, hier oben. Da sehe ich noch ein bisschen was. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Na. So. Könnte es knapp werden.
Okay, also darüber springen ist nicht. Alles klar, dann war das einfach nur Ablenkung. Ich denke mal, dann wird das jetzt aber nichts mehr werden, tatsächlich. Wo seid ihr eigentlich lang? Darunter. Ne, das machen wir in der nächsten Folge nochmal. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.